Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ja, wir sind hier dabei, wieder ein bisschen Deko unterzubringen. Ich versuche es zumindest. Da war doch gerade da. Ach so, den Hammer brauchen wir. Da haben wir hier Schotterweg. Den müssen wir mal wegmachen. Den muss ich dann anders platzieren. So. Dann machen wir hier nämlich so eine Abtrennung mit Blumentöpfen hin. Und hoffen, dass das auch so funktioniert. So, dann müsste ich hier jetzt den Weg Ah, doch, das geht. Sehr gut. Das geht. Perfekt. Hier würde ich aber schon gern eher so die großen Pflanzen dann reinpacken. So. Oh. Ist der Baum natürlich ein bisschen im Weg, ne? Oh, wobei, man kommt durch. Man kommt durch. Dann hat man so ein kleines Eck, wo man sich da hinsetzen kann. Bisschen für sich. Können wir da auch einen Weg ziehen? So auf jeden Fall. So, dann haben wir das auch ein bisschen schicker. Kann man hier im Prinzip noch so durchgehen. Und hat dann hier aber jetzt dann die Bäume. Der muss jetzt noch wachsen, den haben wir in der letzten Folge erst gesetzt. Oh, ich krieg Durst. Ups. So, jetzt. Jetzt passt es. So. Die haben einen Baum im Vorgarten. Hier haben wir keinen. Das können wir eigentlich noch ändern. Das sieht nämlich schick aus, die. Vor allem, wenn die dann so größer werden. Müssen wir anders platzieren. Wäre schön, wenn man die so verschieben könnte dann noch. Auch anders platzieren. Das Haus das Hindernis, oder? Ich guck mal, ob ich noch näher an den Zaun komme. Schade. Wenn man die jetzt drehen könnte, das wäre so perfekt. Aber das geht leider nicht. Schade. Hätte mir gefallen, wenn wir das hier hätten reinmachen können. Kannst noch mal probieren, wenn man ein bisschen. Ups. So geht's. Ja. Gut, dass wir es probiert haben.
So, jetzt muss man gerade noch einen Setzling holen. Den habe ich natürlich nicht dabei. Den habe ich natürlich gar nicht mal dabei. So, Kirschbaumsetzlinge hatten wir, ne? Haben wir auch noch andere? Pflaumenbaum zum Beispiel? Oder Apfel war nicht. Ne, Kirschbaum ist gerade das Einzige, was wir haben. Ich glaube, die 6 nehmen wir mal mit. Vielleicht kann ich die jetzt noch irgendwo setzen. Mohnfelder und so sind auch immer schön, aber die blühen halt nur im Sommer. Das ist dann ein bisschen doof. So, Kirschbaumsetzling, sehr schön. Da haben wir eine Bank. Könnte man noch einen Waschtrog oder sowas hinmachen, ne? Hm. Wäre noch eine Möglichkeit. Wir gucken mal weiter. Vielleicht kann ich jetzt irgendwo die Kirschbaumsetzlinge noch unterbringen. Hier definitiv nicht. Hm. Hier vielleicht. Das ist zu dicht am Haus. Ich hatte Hoffnung, dass wir hier vielleicht 2 unterbringen können. Leider nicht. Leider nicht. Aber einer ist ja auch schon mal ganz schön. Da muss ich mal gucken, was wir hier noch hinmachen. Ist hier auch noch einer? Das wäre natürlich absolut mega. So weit wie möglich darüber. Könnte. Müssen wir den Baum wegmachen, glaube ich. Wäre natürlich ärgerlich, wenn wir jetzt den Baum wegmachen und dann die Plantage nicht setzen können. Sind wir da zu dicht am Weg? Und hier müsste es der Baum sein. Genau, dann machen wir den weg. Und setzen dafür den Kirschbaum. Holen wir gleich. So. Geht nicht. Ist der Weg noch im Weg? Den gerade mal weg. So. Das müsste doch jetzt machbar sein. Es gibt Hindernisse. Der Zaun oder was? So funktioniert's. Sehr gut. Dann können wir hier den Weg auch wieder ziehen. Sehr schön. So, einmal Kirschbaum. Sieht jetzt noch ein bisschen dürftig aus, ne? Einfach weil es halt na, ja, so.
Weil er jetzt halt noch extrem klein ist, aber es wird. Machen wir vielleicht auch gerade nochmal ein bisschen Weg. So. Sonst müssen wir mal gucken, wie wir das noch gestalten. Aber die Bäume müssen jetzt erstmal wachsen. Dann wird das auch schicker. Sehr schön. Was habe ich denn Schweres dabei? Achso, die Stämme, ne? Aber sonst? Hier ist zu. Dann machen wir hier auch zu. Können wir ein Tor reinmachen? Können wir ein Tor reinmachen? Ich frage, können wir jetzt noch einen Zaun reinmachen? Können wir. So. Müssen wir nur dann irgendwann auch tun. Muss ich ja mal gucken, was habe ich denn Schweres dabei? Essen. So, hier können wir auch gerade mal gucken. Federn. Wir haben 6 Bretter. Ton. Ich habe so viel Ton dabei. Das ist der Grund. Dann holen wir aber gerade noch 4 Bretter. Und machen den Zaun da. So, 6 Hammer. Holzstämme brauchen wir nicht. Die Stöcke, die brauchen wir. Den Ton brauchen wir aber nicht. Aber ich brauche nochmal 4 zusätzliche Bretter. Und einen Stock. Aber den einen Stock, den kriegen wir auch so, denke ich. Daran sollte es jetzt hoffentlich nicht scheitern. So. Zweige. Einmal. Und zweimal. So, sehr gut. Haben wir das auch. Doch, das wird. Oh, die unterhalten sich. Ich finde das schön. Da könnte man auch noch so ein Geländer hinmachen. Das wäre dann so ein hoher Zaun wieder. Überlege ich noch. Er sitzt hier. Das ist schön. Das ist einfach schön. Da sitzen sie am Lagerfeuer. Schade, dass hier... Gab wohl mal eine Zeit, wo da tatsächlich... Lorelei. Hello there. Zeig mir mal deine Waren. Die Ohrringe kaufen wir mal. So. Danke. Unterhalten. Wie war dein Tag? Was beschäftigt dich? Lange Spaziergänge, barfuß durch die Wildnis, das ist es, was ich nach einem arbeitsamen Tag am liebsten mache. Aber so faszinierend die Natur auch ist, sie bleibt gefährlich. Du solltest immer deine Waffe bereit haben. Stimmt. Mach's gut. Goodbye. Und... Kunegunda? How is life treating you? Hast du in letzter Zeit was Interessantes gehört? Eigentlich nichts. Nur der Wind weht. So. Ja, es gab mal Zeiten, wo auch die NPCs, die man anwerben konnte, am Lagerfeuer bei einem saßen. Ist aber wohl mal irgendwie durch ein Update geändert worden. Oder dann so gemacht worden, dass es nur noch sehr, sehr, sehr selten auftritt. Ich weiß es nicht. Anscheinend haben die dann die Lagerfeuer teilweise richtig gehend blockiert.
Vielleicht wurde es deshalb geändert. So, müssen wir gerade mal gucken, ob die das Feld fertiggestellt haben. Also ich finde das so toll, da der Hopfen, da die Mühle. Es gefällt mir einfach. So, das ist auch fertig. Sehr gut. Ja, damit sind alle Felder mal eingesät. Läuft. Das heißt, Landwirte sind fertig. Das heißt, morgen können sie noch einen Tag chillen. Brauchen sie nicht so viel tun und können sich dann mental schon mal auf den Herbst vorbereiten, wo es dann nämlich gilt, alles zu ernten. Da ist dann nochmal richtig Arbeit angesagt. Nicht nur alles ernten, auch alles umpflügen, alles düngen, alles neu einsäen. Da haben wir dann ordentlich zu tun. Die Bäume gefallen mir. Die zwei unterhalten sich auch. Griselda und Samir. Hier brauchen wir auch noch Licht, ne? Aber da brauchen wir erstmal wieder Wollgarn. Das haben wir gerade nicht. Müsst ihr vielleicht mal noch selber welches herstellen. So, waschen wir uns. Und dann geht es erstmal ins Bett. Auf ins Bettchen. So, mit dem Sohn haben wir auch noch gar nicht gesprochen, ne? Frau schläft auch schon. Wunderbar. So, guten Morgen, meine Liebe. Hallo. Wie steht's um unser Königreich? Das war's für den Moment, aber bald gibt's sicher wieder was Neues. Okay. Achso, ich wollte den Wein ja noch verkaufen. Ganz vergessen. Marktstand für Nahrung. Dir fehlt wieder was. Pilzsuppe. Lass ich gelten. Haben wir keine mehr. Dafür darfst du jetzt Bärenwein verkaufen. Mal ruhig 3, 4 am Tag. Kirschwein passt. Dann darfst du noch ein bisschen mehr Eintopf verkaufen. So, weil da haben wir eine ganze Menge von. Wolgan wollte ich machen, ne? Einmal gucken, ob wir noch welches haben. Wenn nicht, wollte ich welches machen. Oder ob wir wieder welches haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das selber herstellen. Doch, eins. Machen wir aber mal selber noch ein bisschen. Wie viel Wolle brauchen wir denn pro Wollgarn? 5 oder 10? 10 Leingarn ist es. Also 10 Flachs brauchen wir für einen Leingarn. Ich weiß gar nicht, wie das gerade bei der Wolle ist. Kriegen wir jetzt aber gleich raus. Kriegen wir jetzt genau jetzt raus. 8. Ne, 5. Also 5. Ach, ne, 8 brauchen wir. Okay, 5 können wir deswegen herstellen. So. Genau. 4 brauchen wir pro Lampe, das heißt wir brauchen nochmal mehr. 2 brauchen wir dann nochmal. Dann müssen wir nochmal 16 Wolle holen. Dass wir das auch richtig hinkriegen. Gucken wir mal. Zwei brauchen wir noch. 5 haben wir. Einer war im Lager. Das nehmen wir jetzt mit. Und dann holen wir noch 16 Wolle. Dass wir da das Wollgarn draus machen können.
So, 1. Und dann brauchen wir davon noch 16. Achso, dann können wir den Rest ja auch direkt mitnehmen, ne? Also wir brauchen auch 16 Stöcke. 8 Leder. Und 4 Holzstämme. Wie viel Brennholz haben wir eigentlich? Genug. Genug. So, dann machen wir jetzt das Wollgarn gerade noch. Die fehlenden 2. Und dann können wir nochmal wieder 2 Lampen aufstellen. Eins. Und dann Nummer 2. So. Oh. Schatzi geht arbeiten. Ups. Jetzt haben wir genug für die Lampen. Gehe direkt mal wieder in die Ansicht. Dann braucht man nämlich eine hier. So, sehr schön. Und eine hier. Sehr gut. Muss ich mal gucken, was ich hier noch platzieren kann. Da wäre halt schön, wenn man jetzt so einen Wagen hätte oder so, den man als Deko da hinstellen könnte. Aber da gibt es ja in der Richtung leider gar nichts. Bottich. Sowas könnten wir da hinsetzen, ne? 3 Holzstämme, 20 Stroh. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Moment, da dürfte kürzer sein, ne? Wobei schenkt sich, glaube ich, nichts zwischen den 2 Materiallagern. 3 Holzstämme, 20 Stroh. 3x Holzstamm. Und 20 Stroh. Sprach's und nahm 16 mit. So, mal die vielleicht da. Da hätte ich halt gerne noch ein bisschen mehr Deko. So. Keine Pfeile? Ach so, ich kann entweder Eisenbolzen für die Armbrust oder Pfeile für den... Das ist aber doof. Wieso kann ich denn nur eins von beidem ausrüsten? Okay, also ich muss mich entscheiden, ob ich mit Pfeil und Bogen... Oder... Machen wir noch ein paar. Bringt das eigentlich irgendwas? Außer, dass man das weiß. So. Also ich muss mich tatsächlich entscheiden zwischen Armbrust oder Pfeil und Bogen, weil ich immer nur eins von beiden ausgerüstet haben kann. Okay. Ja. Da hätte ich, wie gesagt, gern... Am liebsten wäre mal ein Wagen oder sowas, aber ja, ich weiß nicht, ob sowas jemals kommt.
dass man Wagen als Deko haben kann. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kommen ja noch mal irgendwann mehr Deko-Objekte hinzu. Das wäre natürlich schön. Was können wir hier noch hinmachen? Baum passt keiner. Die Wegwarte können wir auch stehen lassen. Ist ja auch eine Art Deko, ne? Da wäre halt schön, wenn man noch so Blumenbeete pflanzen könnte. Aber ja. Kommt vielleicht irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Ob da was geplant ist. Das Eck gefällt mir auch sehr gut, muss ich schon sagen. Gefällt mir richtig gut. Ach, da haben wir die Holzrähchen drin, ne? Da ist einfach ein Bottich, Wagenräder, auch nochmal Holzrähchen. Unsere Zielscheibe mit dem Eimer. Ich mag das. Können wir auch noch einen Weg durchmachen, ne? Ich laufe eh hier ständig lang. Andererseits sieht das natürlich auch ganz nett aus, wenn er so ein bisschen verwildert ist. Jetzt können wir mal gucken, wie viel Kalk haben wir eigentlich inzwischen. Können wir noch mal ein bisschen Kalkstein. 60. Könnten wir noch mal ein Haus verkalken, ne? Dann würde ich aber hinten... das hinten hier verkalken. Dann nehmen wir natürlich auch von dort aus dem Lager, dass wir das jetzt nicht die ganze Zeit hier mitschleppen. Weil mit 60 Kilo wären wir definitiv überladen. Der geht in die Tongrube. So. Dann können wir das da nämlich... Wobei, reichen wir da mit 60? Gucken wir halt mal. Kalk... könnte ich unter K finden, ne? Dann fangen wir mal von vorne her an, weil dann sehe ich hier die Rückseite, dass sie noch nicht fertig ist. Nicht wahr, Huberta? Ach so. Dann machen wir das von vorne mal weiß und arbeiten uns dann seitlich und dann hinten rum, so dass ich auf jeden Fall sehe, dass das noch nicht fertig ist. Weil ich glaube, wir reichen nicht mit den 59 Steinchen, die wir da haben. Ich glaube, wir brauchen einfach so um die 70 oder 80. Wenn ich nicht ganz falsch liege. So. Oben noch. Dann die hier. Ja, ja, reicht nämlich nicht. Genau wie ich es vermutet habe. Aber wie gesagt, dann machen wir das so, dass wir das halt auch sehen. Einer fehlt noch. Haben wir den einen inzwischen wieder? Den? Nee. Naja, okay. Dann wissen wir aber noch, da brauchen wir noch. Könnten aber mal gucken. Machen wir Fensterläden vielleicht noch rein. Was brauchen wir denn da? Dann würde ich die hier vielleicht reinmachen. 4 Bretter, 2 Stämme, 2 Barren.
4 Bretter, 2 Stämme, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fenster haben wir da drin. Heißt, wir brauchen 24 Bretter, 12 Stämme und 12 Eisenbarren. Das ist zu schwer, aber wir haben keinen weiten Weg. Aber wir haben den einen Kalkstein auch. Da sind die Eisenbarren. So. Dann machen wir den einen hier noch. Bam. Da machen wir Deko. Hier vorne noch. Einmal öffnen. Grüß Gott, bitte. Bü. Hoppala. Öffnen. So. Bathilda heißt du, genau. Dann können wir das hier zulassen. So. So ist doch ganz schick. Und die zwei müssen wir dann noch verkalken. Da brauchen wir nochmal 12, nehme ich an. Dauert also noch ein bisschen. Ja, haben wir wieder ein Haus schicker gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt mal was trinken. Laufen wir gerade mal hier hin. So. Perfekt. Haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Ja, neues Haus bauen, das machen wir erst, wenn das Update da ist. Weil dann will ich natürlich die neue Bautechnik auch zeigen. Hier konnten wir keine Krüge, glaube ich, hinmachen, ne? Wegen dem Weg. Oder ich müsste den nochmal wegmachen und neu platzieren. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Können wir da noch ein bisschen Weg? Da war doch gerade kurz grün. Sehr schön, dann haben wir da auch das Unkraut weg. Hier haben wir, glaube ich, gar keine Chance. Ne, hier haben wir keine Chance. Hier? Hier haben wir, sehr gut. Da auch, sehr schön. Dann haben wir da nämlich die Unkräuter und sowas weg. Das ist ja auch schon mal was wert. Sehr gut. Das gefällt mir. Kann ich hier auch noch? So irgendwie. Nee, hier ist keine Chance. Okay. War ein Versuch wert. Aber so haben wir schon mal wieder noch mal ein bisschen mehr bereinigt.
Das ist hier einfach ein schöner, mehr oder weniger schöner Schotterplatz. Ich muss halt gucken, dass wir noch irgendwie ein bisschen Deko hier unterbringen. Sofern das geht. Müssen wir mal gucken. Soll ein Versammlungsplatz sein. Irgendwas in der Richtung. Da wäre halt schön, wenn man dann auf den Wegen Deko und so auf abstellen könnte. Das würde halt auch nochmal viel helfen. Muss ich schon sagen. Kommen wir auch noch ein bisschen Weg. Ja, können wir. So. Sehr gut, dann ist das hier nämlich auch kein offizieller Weg, aber so ein bisschen offiziell. Sehr schön. Dann essen wir auch gerade mal noch einen Happen. So, ein Topf ist weg. Hier müssen wir mal gucken, was wir da noch platzieren. Auch noch keine so wirkliche Idee. Hier wohnt Edgar und Henrika. Gegenüber Bole, Mia und Alice. Ja, hier haben wir die... Ah, die können wir auch noch gerade mal pflücken, ne? Fällt mir gerade auf. Das ist echt irritierend. Hier ist der Sound verdreht. Warum? Oh, den Stein wollte ich nicht. Muss ich echt mal gucken, weil ich höre, wenn ich so stehe, höre ich jetzt den auf dem linken Kopfhörer. Das kann ich doch bestimmt im Spiel hier ändern, aber mich würde natürlich mal interessieren, warum ist das... Nö, kann ich gar nicht ändern. Warum ist das verdreht? Keine Chance. Hm. Muss ich mal in anderen Spielen darauf achten, ob das auch so ist. Oder nach meinem Soundcheck mal machen. Oh, wir brauchen noch einen neuen Hammer, sehe ich gerade. Und die Beeren muss ich wegbringen, bevor wir die Jahreszeit hier zu Ende haben. Sonst sind die vergammelt. Das will ich ja auch nicht, ne? Eix munter. Die habe ich ja nicht gesammelt, damit sie vergammeln, ne? So. Ach so, hier. Genau. Einmal Beeren. Frage, ob wir hier auch noch so ein bisschen Zaun machen. Hm. Oder lieber nicht. Können wir hier gerade mal die Sache noch rüber tun. Stock, Distel, Gänseblümchen, Johanniskraut, Löwenzahn, Wegwarte. So. Passt. Ja, dann würde ich sagen, dann beenden wir die Folge auch an dieser Stelle. Oder? Wie spät haben wir? 16 Uhr. Hm. Machen wir den Tag noch? Da würde ich auch gerne noch irgendwie... Oder kriegen wir leider keine Pflanzen hin. Muss ich mal überlegen, was ich da sonst noch an Deko hinmachen könnte. Nicht ganz günstig positioniert, aber es geht. Man kommt durch, das ist das Wichtige. So.
Einmal gewaschen. Tierchen können wir gerade noch mal gucken. Hallo Huhn. Da soll es doch demnächst neue Farben geben. Hi Marco. Hi Wilhelmine. Hallo Heinrich. Ingeborg. Oh, der Heinrich ist erwachsen. Den... Moment. Einen Gänserich brauchen wir, ja? Da haben wir auch nochmal Beeren. Einen Gänserich brauchen wir, ja. Hi, Elsa. Wilhelmine, okay. Die sind auch süß. Die sind auch niedlich. Ne, da haben wir nur den einen Gänserich hier, ne? Der Heinrich. Okay, passt. Ach, er passt auf ihn hier auf den Fridolin. Na? Hugo, Fricka, stimmt. Ja, wir haben schon eine ganze Menge Tiere und ich finde es auch schön, dass die alle in dem Pferch sind. Dass das funktioniert. Nicht wahr, Pippa? Was machst du, Ulla? Peppina, nicht Pippa. Peppina heißt du ja. Rüdiger. Schurline. Leopold. Doch, ich finde das schön. Gefällt mir richtig gut, unser Gehege. Nicht wahr, Ingeborg? So. Ja, dann ist der Tag jetzt auch schon so ziemlich durch, ne? 17 Uhr, gleich geht's los in den Feierabend. Dann, würde ich sagen, beenden wir das auch an dieser Stelle. Setzen uns nochmal hier hin, genießen die Übersicht über den See. Ein wunderschöner, sonniger Sommertag geht zu Ende. Und ja, die Leute gehen in Feierabend. Wir machen jetzt auch Feierabend und wir sehen uns dann, würde ich sagen, im Herbst wieder. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.